Hallo und herzlich willkommen bei unserem YouTube-Videokanal. Heute öffne ich mit euch das nächste Türchen unseres Adventskalenders. Ich heiße Katharin, ich bin unabhängige Stampin'Up-Demonstratorin. Die heutige Karte ist eine Weihnachtskarte. Das habe ich mit Pastelfarbe Kirschblüte gebastelt. Es gibt auch eine Version, das habe ich jetzt hier mit Minzmakrone gemacht und habe dann Hintergrundstempel Festive Foliage dazu benutzt. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen ein Stück Farbkarton in Kirschblüte mit dem Maß 21 x 14,8 cm. Dann brauchen wir noch ein Stückchen mit dem Maß Mindestmaß 10,5 x 14,8 cm. Das ist quasi ein halben Bogen und das ist ein Viertel. Wir brauchen noch aus dem jetzigen Katalog von der Seite 90 die Festive Foliage Stempel. Dann habe ich einen Spruch aus dem englischen Stempelset Perfectly Played ausgewählt. North Pole Delivery. Ihr könnt aber hohoho, Merry Christmas oder was weiß ich, was für euch am besten gefällt, auswählen. Und aus meinem Lieblingsdesignerpapier dieses Jahres habe ich hier Geschenkpäckchen ausgeschnitten aus dem Spezialdesigner-Papier Zauber der Feiertage. Fangen wir an. Also wir nehmen das kleine Stück Papier, ein Stemperatus. Hier habe ich schon unser Stempel bereits montiert. Wir brauchen hier übrigens wegen den Gummistempeln jetzt kein Schaumstoffboden. Dann nehme ich Bersamer, weil wir hier heiß embossen werden. Ich nehme hier weißer Pulver. Also das stempeln wir hier jetzt ab. Der Abdruck ist fast perfekt geworden. Hier in der Mitte fehlt noch ein bisschen Versamark-Tinte. Also ich drücke das so 2-3 Mal ab, drücke ich das Ganze gut durch. Super sieht es aus. Dann hier noch die Blätter. Vielleicht hier die Mitte. Jetzt sieht das perfekt aus. Ich lege unser Stemperatus auf die Seite. Das brauchen wir jetzt nämlich nicht mehr. Dann nehme ich ein Kopierpapier, ein Pulver. Und ich streue ein Pulver über das Papier. Wie ihr das seht, der Pulver bleibt nur am Versamark hängen und wir können das mit unserem Erhitzungsgerät gleich erhitzen. So sieht es dann aus. Dann können wir hier die Ränder abreißen. Das ist so roh aussieht. Es ist nicht schlimm, wenn da aus dem Motiv etwas abgerissen wird. Ich habe noch ein Papierstresstool. Da sind kleine Messerchen drin und das ziehe ich hier noch einmal ein Papier drüber, dass der Rand noch benutzt werden aussieht. Ja.
Somit ist unsere Auflegekarte fertig. Dann falzen wir unsere Grundkarte bei 10,5 cm, also mittig. Und wir können die Auflegekarte da festkleben. Dafür nehme ich Flüssigklebemittel Tombow. Ich habe hier schon Geschenke ausgeschnitten aus dem Papier. Dann versuche ich das hier so random aufzustellen. So sieht das dann ungefähr aus. Das werden zu viel. Ich habe ein bisschen schon vorbereitet und habe auf schwarzes Papier mit Weiß embossed. Den Spruch North Pole Delivery. Das passt eigentlich sehr gut mit dem Geschenken, den Geschenken zusammen. Ja, ungefähr so sieht das dann aus. Um ein bisschen Plastizität zu bekommen, nehmen wir Stampin' Dimensioners. Hier und da. Die anderen Geschenke beklebe ich jetzt mit Tombow. Hier in der Mitte lasse ich ein bisschen Spalt. Nicht, dass alles mit dem Spruch bedeckt wird, also dass man mehr vom Designerpapierstücken sieht. Dann klebe ich hier in der Mitte unseren Spruch fest. Als letztes mache ich eine Schleife. Hier benutze ich weißes Saumband. Das könnten wir auch beliebig mit Stampin' Blends sehr schön färben. Aber zu diesem Pastel, zu dieser Pastelkarte passt Weiß, ich denke, sehr gut. Vor allem, weil wir hier Weiß embossed haben. Also, dann mit Klebepünktchen mache ich das hier auf der Seite fest. Ich kürze mal hier das Pünktchen. Und als letztes können wir ein paar Schmucksteine draufkleben. Und dann haben wir hier ein bisschen Glitzer-Effekt auch auf der Karte. So ist unsere Karte auch fertig. Ich hoffe, euch gefällt meine Idee. Mich und andere Ideen findet ihr auf meinem Instagram. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!